Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Hellblade: Senua's Sacrifice. Dienstag sind wir ja endlich an den ersten Boss vorbeigekommen. Heute erwartet uns dann halt der zweite, ich glaube der Flammenboss war das. Dort bevor wir erstmal richtig loslegen, wollte ich gern einmal, ja, über was Wichtiges sprechen. Beziehungsweise auch was Wichtiges aufmerksam machen. Leute, in wenigen Wochen ist die Bundestagswahl in Deutschland. Das ist die Chance, einmal alle 4 Jahre ja, eurer Meinung eine Stimme zu geben. Beziehungsweise auch der Partei, wo ihr meint, ja, die ist zwar scheiße, aber die bringt so eher das, was ich möchte, ne? Geht auf jeden Fall hin. Bevor irgendwelche merkwürdigen anderen da auf die Idee kommen, entsprechend irgendwelchen Stimmfang zu machen, wie irgendwelche einstehenden Parteien, die so weit am rechten Rand sind, von denen ich mich sehr distanzieren möchte. Daher jede einzelne Stimme zählt. Weil wenn ihr nicht wählen geht, wird das prozentual hochgerechnet auf die Parteien, die man vielleicht nicht unbedingt irgendwo in der Bundesregierung oder in der Opposition sehen will. Daher ist es ganz wichtig. Geht hin, verschafft ja eurer Stimme eine Stimme, indem er sie abgibt. So, das werde ich auch jetzt noch die nächsten Wochen jedes Mal vorab sagen, weil es ist einfach nur wichtig. Hab ich auch das Gefühl. So. Dann machen wir mal die nächste Pforte auf. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Also der Tod, der ist ja echt am Husten immer, ne? Ich glaube, Tod heißt der. Oder Traut, oder? So. She found a wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. He was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her. Ja, mich würde ja interessieren, was das für weiße runde Markierungen sind, die auf den Steinen sind. Oh, ein Gesicht. Hallo, Mami. Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Okay. Oh, die Stimmen kommen wieder näher. Was ist das? Ach du Scheiße. Wieso werden die Stimmen nicht angezeigt? Grafik. Untertitel ein. Verstehe ich nicht. Weil sonst stand das immer oben drüber oder unten.
Oh. Nein! Boah. Scheiße. Oh! Oh no. Bin ich tot? Okay. Wenn man merkt, dass ich 2 Tage Pause hatte. Die haben mir ja gerade wirklich auf die Fresse gegeben. Ich glaube, nach dem Tor gilt das, dass man, wenn man stirbt, entsprechend ja, den Speicherstand verliert. Na na na. Wuhu. Scheiße. Aber kann es sein, dass ihr Arm dunkler geworden ist? Finden kann. Warte. Ja? Oh, warte. Tja, wo ist das Ding? Ha. Ah! Auf sowas soll man erstmal kommen. Hm.
Nee. Naja, ich suche ja die Runen. Und die muss ich ja immer finden. Oh. Was ist das? Gehen wir mal da hoch, vielleicht. Ah. Auf die Idee muss man erstmal kommen. The path to Helheim is sealed to the living. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate. Wie ging denn das Tor noch mal auf? F. Kriegt das scheiß Tor nicht auf. Nicht doof. So. Das sieht echt grauenvoll aus hier. Slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Mann, 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 das sieht aber aus hier. Ich habe so ein mieses Gefühl, dass mir gleich wieder irgendwelche Gegner entgegenspringen. Es wurde zumindest gerade gespeichert. Oh, hoch, 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 hoch. Alter. Die Viecher sind ätzend. Puh. Vor allem der mit dem Schild, der hat's echt in sich. Alter.
Oh, ich brauch gar nicht so Kick machen, ja. Schmeißt mich die ganze Zeit hier rum. Boah. Alter, wie schnell reagiert der? Oh nee, nicht noch so einer. Alter, die Typen, die sind ja voll nervig. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muster and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Ist das doch da hinten, ne? Warum kann ich nicht? Das ist ja merkwürdig. Was für ein... Was soll ich denn fokussieren? So, gehen wir ran. Because you cannot overcome suffering. If you have
refuse to look at it. Oh. Hat schon wieder aufgehört zu brennen. Wahnsinn. Jo. Was erwartet uns da oben? Gute Frage. Aber wir sind bei 21 Minuten angelangt. Also denkt daran, Leute. Nicht vergessen, in den nächsten Wochen so weit zu gehen. Und natürlich auch mich nächste Woche Dienstag wieder einzuschalten. Denn wir werden uns Dienstag um 18 Uhr wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.